So, hallo zusammen. Schön, dass ihr das Video gefunden habt. Also, Präsident McKinley, bestimmt eines der aktuell nettesten CB-Funkgeräte, die ihr so kaufen könnt. Leider gibt es immer wieder Beschwerden von Leuten, dass man zu leise wäre oder dass die Modulation nicht zu dünn ist oder dass es da an Volumen fehlt. Jetzt ist es so, dass es da jetzt ja jede Menge Modifikationen zu gibt, die an der Modulation arbeiten. Und das Ganze ist fast schon mystisch oder da gibt so einige Mythen mit irgendwelchen Spezialisten, die das dann machen. Da gibt es sicherlich ein paar ganz solide Experten und dann gibt es bestimmt auch ein paar, die da auch irgendwas dran bearbeiten. Das Video jetzt geht so ein bisschen darum, zu verstehen, was eigentlich das Problem ist und was man daran machen kann und wie die Schaltung funktioniert. Also das Ziel wäre, dass wenn ihr das jetzt vollständig geguckt habt, ist jetzt ein bisschen länger das Video, dass ihr nachvollziehen könnt, was da passiert und ihr könnt dann selber entscheiden, was ihr mit diesem Wissen macht. Das, was ich jetzt euch erzähle, ist natürlich nicht alles auf meinem Mist gewachsen, sondern es kommt von etlichen Usern. Ich habe mir das Wissen zusammengesucht, sicherlich viel aus der Funkbasis, viel von Simon the Wizard, einer Webpage. Auf der Funkbasis war es ein User namens Badewanne. Von dem habe ich zum Teil das Schaltungsdesign übernommen, was ich gleich benutze. Ich habe es halt nur erweitert um die Feedback-Schleife. Aber da kommen wir gleich zu. Also, das Video ist, wie gesagt, fast schon so ein Lehrvideo zur Entmystifizierung dieser ganzen ja, Niederfrequenzaufbereitung. Eins ist wichtig, wenn ihr irgendwie danach losgeht und an einem Funkgerät rumarbeitet, ne, ihr könnt euch relativ sicher sein, dass ihr dann die Garantie hundertprozentig weg habt, ob, je nachdem, wie ihr es erinnert, ob das Ganze dann noch dem CB-Funk legal ist, ne, das sei auch mal dahingestellt, wahrscheinlich nicht, vielleicht nicht, keine Ahnung, ob der Frequenzhub noch passt. Und ansonsten besteht natürlich eine gewisse Gefahr, dass ihr alles kaputt macht. Also, wenn ihr euch da unsicher seid, ne, geht zu einem von den Experten. Ne, die Namen sind ja einschlägig bekannt. Der Österreicher ist, glaube ich, der beste Mann da fast. Aber wir haben ja in Deutschland auch ein paar coole Leute, die da einiges dran machen. Zum Beispiel auch in Hamburg. Also, legen wir mal los. Also erfreulicherweise findet man im Netz, zum Beispiel bei Simon the Wizard, das Service Manual der McKinley. Und das Service Manual der McKinley beglückt uns auch mit ein paar Schaltplänen. So auf der Seite 37 hier habe ich jetzt den Schaltplan gefunden. Und wenn ihr euch den jetzt erst mal anschaut, dann denkt man so, okay, ordentlich. Ich habe keine Ahnung, wo ich gucken muss. Darum geht es jetzt hier, und zwar die Frequenzaufbereitung, die findet hier in diesem Bereich statt. Ich zeige euch das jetzt nochmal genauer, wo ihr da genau gucken müsst und wo die, also wir sprechen hier von der Niederfrequenzaufbereitung eures Audiosignals, wo ihr da seid. Also wir befinden uns jetzt nochmal erzählt hier in dem Bereich. Ich habe mir das jetzt mal ein bisschen herausgezoomt. Und möchte ich jetzt mal kurz zeigen, wo eigentlich die Niederfrequenzsignalaufbereitung stattfindet. Und zwar kommt quasi hier oben, kommt euer Mikrofonsignal an. Und hier unten geht es Richtung FM-Modulation. Und FM ist das, wo man die Beschwerden kommen, dass man zu dünn klingt, dass man zu leise ist und so weiter. Deshalb möchte ich mir das anschauen. So, und ganz grob gesagt kann man sagen, das Signal läuft jetzt hier durch. Geht hier durch, läuft durch diesen ersten Verstärker hier rum, durch den zweiten Verstärker, geht dann hier durch den dritten Verstärker, hier runter und endet dann da unten. So, natürlich passiert dann noch ein bisschen mehr. Das möchte ich euch ein bisschen näher bringen jetzt. Also im Großen und Ganzen ist, hier fängt es schon mal an, wir haben den ersten Eingangskondensator, den Koppelkondensator, den C261, der hat schon einen gewissen Einfluss. Dann haben wir hier einfach das ist ein Operationsverstärker. Das ist der erste Operation, der verstärkt das Signal. Das ist ein nicht invertierender. Hier haben wir einen zweiten Operationsverstärker. Das hier ist Arbeitspunkteinstellung. Und hier, das ist auch nochmal ganz interessant, hier ist ein Tiefpassfilter dritter Ordnung eingezeichnet. Das heißt, der schneidet euch sozusagen bei 3 Kilohertz
Das sorgt dafür, dass über 3 Kilo jetzt nichts rauskommt. Und dann kommt hier unten nochmal dieser Kondensator, der C257. Der hat dann nochmal eine Hochpasscharakteristik. Das heißt, der lässt nur die höheren Frequenzen durch. So, ganz interessant ist auch noch hier unten dieser Teil. Den möchte ich jetzt auch nicht schlabbern. Und zwar dieser ganze Bereich hier. Weil das hier ist eine Schaltung, auf die ich später noch genauer eingehe. Das ist eine Feedback-Schaltung, die sorgt dafür, dass euer Signal nicht zu groß wird. So, jetzt habt ihr das mal im Service-Manual gesehen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das besser verstehen? Ich wähle dazu, habe dazu LTSpice gewählt und habe diese ganze Schaltung kurz in LTSpice nachgebaut und möchte euch jetzt genau das Verhalten zeigen und wie sich Änderungen darauf auswirken. Beziehungsweise erstmal zu verstehen, was ist eigentlich das Problem? So, wie versprochen, das Ganze in LTSpice. LTSpice ist, um es mal kurz zu erwähnen, eine freie Software, die von Analog Technology, könnt ihr euch die auch umsonst runterladen und könnt sowas nachbauen. So, jetzt ist es hier so, ich habe jetzt genau den Abschnitt nachgebaut, den ihr da vorhin gesehen habt. Und wir wollen jetzt die Schaltung so ein bisschen analysieren. Also ihr könnt jetzt hier, diese Schaltung ist von links nach rechts aufgebaut. Das ist in dem Fall für mich einfacher gewesen, weil die Logik von LTSpice, ne, läuft in Tendenz von links nach rechts. Also die Schaltsymbole angeordnet. Vorhin sind wir von rechts nach links durchgegangen. Spielt aber keine Rolle, ist die gleiche Schaltung. Ihr könnt hier sehen, hier sind diese Verstärker. Hier ist der erste. Zweite und hier unser tieffasselter dritte Ordnung. Hier ist sozusagen der Ausgang unten, wo es Richtung FM-Modulation ging. Und hier vorne habe ich halt diese Sinus-Signalquelle, die mein Audiosignal simulieren soll. Das, die Feedback-Schleife habe ich hier unten. So, dabei müssen wir aber nicht drauf konzentrieren, sondern mir geht es jetzt erstmal darum, ich mache jetzt verschiedene Analysen. Und zwar mache ich jetzt erstmal so eine AC-Analysis. Das heißt, ich gehe durch von 10 Hertz bis 3 Kilohertz und gucke mir dann genau an, was kommt hinten raus und plotte euch das über der Frequenz. So, ich mache das jetzt mal hier. Schaue mir das Output-Signal an, dass man nicht in Dezibel darstellen, sondern ich werde das hier, nämlich das Bodegramm linear darstellen. Und es ist wichtig, dass man jetzt hier auf die Kurve achtet. Wichtig hier für uns ist die durchgehende Kurve. Und zwar ist es jetzt, die Werte am Rand interessieren uns jetzt erstmal nicht so weit, weil das hier idealisierte Annahmen sind. Aber was ihr sehen könnt, ist, diese Kurve hier hat hier ihr Maximum. Wenn ihr jetzt hier unten links guckt, immer genau, müsst ihr unten links hier in der Ecke gucken, dann könnt ihr die Werte auch schauen. Das heißt, wir haben unseren Maximum bei ca. 1,93 Kilohertz. Und alles, was drüber ist, das fällt hier stark ab, das ist hier dieser, das ist der Teil hier, der dafür sorgt. Das ist dieser tieffasselte dritte Ordnung. Der schneidet uns hier runter. Und davor, wenn ihr es hier sehen könnt, wird alles abgeschnitten. Und jetzt könnt ihr so das. Und das Problem ist, deshalb habt ihr nur die hohen Töne. Das heißt, das ist das, was dafür sorgt, dass ihr Beschwerden kriegt, dass ihr zu dünn klingen würdet. Ne? Schöner wäre es natürlich, wenn ihr jetzt die ganze Zeit, die ganze Frequenz, die ihr durchlassen wollt, einigermaßen gleichmäßig durchlassen wollt. So, Präsident hat sich sicherlich dabei was gedacht. Das hat auch was mit Frequenz, Hub und so weiter zu tun. Aber es ist der Effekt ist erstmal, dass hier dünn klingt. So, das heißt, was wir machen wollen, wir wollen diese Kurve so anpassen, dass es Dinge sind. So, es gibt jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, wie wir es machen können. Aber ich habe es natürlich mit der Schaltung ein bisschen rumprobiert. Der einfachste Weg ist diesen C257 und das ist der, der ganz hinten im FM-Part war. Ich erhöhe den jetzt mal von 447 auf 470 Nanofarad und mache die gleiche Simulation nochmal. Und ihr könnt sehen, wow, jetzt wird einiges geändert. Um das mal ein bisschen besser zu sehen, nehme ich das Signal hier auch vor diesem Kondensator mal ab. Da ist also hier in dieser Stelle, ist das, was hier rauskommt, hinter dem Tiefpassfilter, bevor es durch diesen Kondensator diese Hochpasscharakteristik hat, geht. Und das ist jetzt diese blaue Kurve. Ihr könnt also sehen, selbst mit einem relativ großen 470 Nanofarad-Kondensator kommen wir nicht auf dieses blaue Signal. Also ohne den
hätten wir hier eine sehr, sehr krasse Durchlasskurve. Aber der hat natürlich auch eine Koppelwirkung, also jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen, den rauszunehmen. Das könnte eine leichte Katastrophe auslösen. Ich nehme nochmal den Originalwert, simuliere das nochmal, dass ihr einen Vergleich habt, wie die Kurve aussieht. Ihr seht hier, wir erreichen hier auch mit den 47 Nanofarad überhaupt gar keine hier so hohen Werte. Wie gesagt, bitte hier nicht auf die Skalen gucken, links. Es geht nur darum, um das grundsätzliche Verhalten. So, das heißt, das ist das eine Problem. Also das Problem ist einfach, wenn wir mehr Volumen in unserer Stimme haben wollen, brauchen wir auch die tiefen Frequenzen. Und das ist jetzt ein netter Weg, daran zu gehen. Es gibt jetzt noch weitere Optimierungen, die wurden auch von dem User Badewanne auf der Funkbasis vorgeschlagen, zum Beispiel diesen, der hatte also diese Idee auch und er hatte auch die Idee, diesen Kondensator hier auf 47 Pikofarad zu ändern. Das ist allerdings in dem Tiefpassfilter, das ändert, das kappt das Ganze nochmal so ein bisschen ab. Ich denke nicht, dass das nötig ist. Vielleicht machen die Experten, sicherlich machen noch ein bisschen mehr, aber ich fand schon diese Auswirkung schon ziemlich gut. So, das ist jetzt Frequenzgang. Kommen wir also zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist, warum bringt ein Vollverstärker-Mikrofon nichts? Warum kriege ich das nicht so laut wie die alten Geräte? Also ich habe jetzt mal die Speisdirektive hier von AC-Analyse auf Transientenanalyse umgestellt. Also ich habe das jetzt hier ausdokumentiert, das hier eingeblendet. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal über der Zeit an. Das heißt, ich gehe hier rein mit einem Sinussignal, kann ich mir anschauen. 20 mV Amplitude mit einer Frequenz von 1 kHz und das soll mein Audiosignal simulieren und schau mir einfach mal an, was dann hinten auf dem Output rauskommt. So, ich simuliere das jetzt mal kurz. So, das ist gar nicht das Signal, was mich überhaupt interessiert, deshalb schneide ich es direkt raus, wenn es jetzt fertig ist, sondern mich interessiert tatsächlich, hey, dieses Signal. So, und hier könnt ihr schon sehen, was passiert. Das ist super spannend. Und zwar, ihr könnt sehen, erst ist es laut und ungefähr nach 0,3 Sekunden, also hier so 0,25, wird es plötzlich kleiner und pegelt sich auf diesen neuen Level ein. Ich gehe jetzt mal hier so drauf. Ich kann jetzt hier sehen, es ist ungefähr 1,1 Volt. Wenn ich das hier so reinzoome, dann könnt ihr auch sehen, hier könnt ihr sehen, 1,1 Volt. So. Das ist insofern spannend, weil ich ändere jetzt mal den Wert hier auf 30 mV. So, dann mache ich das gleich nochmal. So ein bisschen. Und ihr seht hier, der Anfang ist noch höher, also 4,5 Volt. Und ungefähr nach 0,25 Sekunden wird es kleiner. Und wir gucken hier drauf. Und wir haben wieder 1,1 Volt. So. Das ganze Spielchen kann ich jetzt noch weiter treiben. So, das kann ich auch 50 mV reingeben. Das ist jetzt ein unrealistisch hoher Wert. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt noch so funktioniert. Aber ihr könnt wieder sehen, aha, wir geben ein riesengroßes Signal rein. Und nach kurzer Zeit haben wir 1,1 Volt. So, ihr könnt also schon sehen, das ist ein Problem. Ne? Das ist der Grund, hier könnt ihr sehen, die Schaltung reagiert irgendwie. Und sorgt dafür, dass hinten immer das gleiche rauskommt. Egal, wie viel ich vorne rein tue. So, ich gehe jetzt mal auf 5 mV. Simuliere das Ganze. Und dann könnt ihr sehen, es wird nicht kleiner. Alles, was wir rein tun, bleibt gleichmäßig. Das heißt, ich habe hier eine Schaltung, die eine Regelschleife hat, die dafür sorgt, dass das Signal immer hinten gleich rauskommt. So, und jetzt schauen wir es uns mal an. Und zwar funktioniert das Ganze so. Ich hatte ja gesagt, hier, das ist die Feedback-Schleife. Hier unten abgeht. Und zwar ist es halt so, ich erkläre es euch, ich zeige es euch dann aber auch. Wenn das Signal, was hier vorne reingeht, hier durch verstärkt wird, das, und an der Stelle das Signal zu groß wird, also jetzt in dem speziellen Fall das negative Verstärker, invertierende Verstärker und die negative Halbwelle, dann wird irgendwann die Durchlassspannung von ungefähr 0,6 bis 0,7 Volt, dieser Diode, also wir negativ, deshalb sieht die Auswelle in die Sperrrichtung, aber wir nehmen hier die negative Halbwelle, überschritten. Das heißt, das ist genauso ausgelegt, dass wenn hier irgendwie so knapp 10 mV anlegen, dass dann hier an dieser Stelle die Sperrspannung wird. Dann fließt hier, oder liegt hier eine Spannung an, fließt ein ganz kleiner Strom in diesen kleinen PNP-Transistor und der wird dann leitend. So,
Und dann lädt sich hier dieser 4,7 Mikrofarad Kondensator langsam auf. Ich zeige euch das mal kurz, wie das im Zeitbereich aussieht. Also fangen wir erstmal damit an, dass wir hier den Wert auf der Eingangsspannung, sage ich jetzt mal, ich tue jetzt wieder 20 mV drauf, weil die Regelschleife wird ja bei 5 mV überhaupt nicht aktiv, weil 5 mV ist nicht zu hoch. Das haben wir gerade gesehen, dass sie inaktiv wird. Also mache ich jetzt wieder was, wo die ganze aktiv wird. Und ich gucke, und wir gucken uns jetzt gleich die Spannung hier an dieser Stelle an. Und zwar, das muss ich jetzt einmal rennen. So, jetzt würde ich gerne meinen. Ja, komm schon, tschüss. Hey. So. Und was ihr sehen könnt, ist, der Kondensator lädt sich auf bis ungefähr 0,3 Sekunden und bleibt dann auf diesem Level hier stehen. Das ist auch genau, wenn ihr das mit der Zeit vergleicht, das ist genau da, wo die, also quasi der Regler dann anfing zu regeln. So, gut. Was passiert dann weiter? Ich gehe jetzt mal hier weiter, mache das wieder groß, dass ihr ein bisschen sehen könnt. Das heißt, wenn dieser Kondensator dann aufgeladen ist, dann kommt irgendwann der Punkt, wo dieser Transistor hier leitend wird. Hier ist eine 8-Volt-Quelle, die kommt von hier unten. Das ist halt hier so ein Ausgang angezeichnet. Hier ist so ein Eingang ausgezeichnet, damit spare ich mir das Zeichen einer Leitung. Dann wird dieser Transistor hier leitend. Geht hier drum, schaltet dann diesen Transistor. Und dieser Transistor schaltet hier auf Masse. Und der gibt mir das negative Feedback. Ich habe jetzt hier einen Ausgang gemacht. Dieses negative Feedback geht hier links oben wieder auf den Eingang rein. Das bedeutet im Klartext, wenn hier für eine gewisse Zeit, und das ist die Zeit bestimmt dadurch durch diesen Kondensator, ein zu hoher Pegel anliegt, wird diese Schaltung hier aktiv und gibt eine negative Spannung zurück auf den Eingang. Macht also künstlich mein Eingangssignal kleiner. Und der Kondensator, diese ganze Schaltung hier, ist so ausgelegt, dass wir in dem Fall etwa 0,3 Sekunden haben, bis diese Schaltung aktiv wird. Wäre die schneller, würde es jedes Mal, wenn ihr eure Stimme kurz laut werdet, ne, würde ihr dann sofort einregeln. Das wollt ihr nicht. Es geht ja darum, der Sinn der Schaltung ist ja, dass man sozusagen grundsätzlich den Pegel einstellt. So, was jetzt die Leute machen, ist natürlich, die wollen natürlich diesen Ausgangspegel, den wir gesehen haben. Ich habe den jetzt bei 1 Kilohertz geplottet. Faktisch ist es natürlich, ihr habt die Durchlasskurve gesehen, die Spannungen sind abhängig von der Frequenz. Ne? Bei 2 Kilohertz war meistens das Maximum. Faktisch wollte ich eine höhere Spannung haben. So, jetzt könnte man sagen, okay, ich fange hier an der Arbeitspunkteinstellung hier dieses NPNP-Transistors an rumzufummeln und so weiter. Es gibt also diverse Eingriffsmöglichkeiten. Aber eins muss man auch ganz klar sagen, der einfachste Weg ist zwar, wir hatten ja diesen Kondensator hier geändert und ihr hattet ja schon gesehen, dass mit dem Originalkondensator diese Kurve deutlich niedriger lag als das, was ich vor dem Kondensator gemessen habe. Und wir schauen uns jetzt mal die beiden Pegel an, im direkten Vergleich, die wir kriegen, wenn wir diesen Kondensator ändern. So, ich lasse das nochmal laufen. So, warum war das mit dem den Strom durch R249 hat, ne? Das ist auch spannend. Gut, aber schauen wir uns mal den Output-Pegel nochmal an. Und zwar den Output-Pegel hier. Ich gehe jetzt mal drauf und wenn ich unten links gucke, wie die 1,1 Volt. So, und jetzt ändere ich nur wieder diesen Kondensator auf 470 und lasse die ganze Simulation nochmal laufen. Und wenn ihr euch jetzt den Pegel hier anschaut, unten links, dann haben wir hier 2,7 Volt. Das hängt einfach damit zusammen, dass insgesamt dieser Kondensator besser die Spannung dann durchlässt und dann halt auch den Pegel anhebt. Ich könnte jetzt hier auch noch, ich kann das also natürlich jetzt auch das gleiche Spielchen wieder spielen. Hier, ich gebe mal 50, oh, das habe ich eine Lücke vergessen, 50 Millivolt drauf, lass das Ganze laufen. Wir gehen mit einer sehr hohen Eingangsspannung rein. Ihr müsst das ein bisschen relativiert sehen. So hoch sind die Spannungen nicht im Eingang. Ich habe hier idealisierte Bauteile verwendet.
die sehr hoch gehen können. In der McKinley-Bergen die Spannung sich ein bisschen anders verhalten. Es geht jetzt hier auch stark um das Verhalten. Aber ihr könnt jetzt auch hier sehen, wir haben hier ein Maximum von 2,7 Volt. Es ändert nichts, ne? Aber dadurch, dass ich diesen Kondensator geändert habe, habe ich also nicht nur meinen Frequenzgang grundsätzlich angepasst, sondern ich habe das Level auch deutlich angehoben. So, meine Theorie dazu ist jetzt, wenn man nur diesen Kondensator C257 austauscht, dass man dann nicht nur deutlich mehr Volumen in der Stimme hat, sondern auch insgesamt deutlich lauter sein wird. So laut vermutlich, dass man wahrscheinlich den RF-Gain, also den Mid-Gain ein bisschen runterdrehen müsste. So, eine zweite Sache, die ich an der Stelle noch erwähnen möchte, ist ein zweiter Vorteil, nur diesen Kondensator C257 anzugehen, ist, wenn ihr das seht, der ist ganz am Ende der Niederfrequenzaufbereitung. Es liegt hier nur in dem Pfad, der hier Richtung FMM, das wird wohl für FM-Modulation stehen, geht. Das heißt, dieser Mod ändert dann quasi nur, oder bezieht sich dann nur auf die FM-Modulation. Das ist insofern relevant, weil ich die andere Modulation nicht angehen will. Und dieser ganze Teil, den wir hier oben sehen, den ich vorhin erklärt habe, also hier diese Schaltung hier mit Tiefpassfilter etc., bezieht sich auf alle Modulationsarten. Das heißt hier, das ist, da, wo man, sicherlich kann man hier etwas optimieren, aber ich wollte auch gezielt nicht dran gehen, hier nichts dran verändern, sondern ich wollte nur an der FM-Modulation, weil die mir oder die meistens zu leise ist, was ändern. Und das habe ich im Prinzip nur in diesem Zweig. Und der Rest der Modulation scheint hier weiterzugehen. Jetzt habe ich mir so nicht genau angeguckt, aber von den Bezeichnungen her kann man darauf zurückschließen. So, gehen wir nochmal in das Service Manual und gucken uns mal an, wo wir denn diesen C257 überhaupt sitzen haben. Also jetzt, wenn ihr jetzt auf Seite 45 hier sehen könnt. Und ja, wir schauen jetzt mal genau rein. Ich zoome mal stark rein. Ich muss den selber ein bisschen kurz suchen. Und zwar, ja, okay, hier ist der IT206. Das ist der, das ist ein Operationsverstärker, sind mehrere drin. Und das ist auch ein Operationsverstärker-Chip. Und wenn ich jetzt hier schaue, dann ist der 257 hier. Ich hoffe, ihr könnt meine Maus sehen. Hier sitzt der 257. Das ist von der Baugröße her ein 0402 SMD-Bauteil. Das ist eine Angabe in Inches, also in Zoll. Faktisch ist das ein Bauteil, was 1 mm lang ist und 0,5 mm breit. Wenn ihr einen normalen Lötkolben habt, dann braucht ihr den nur antippen, dann klebt ihr euch schon an der Lötspitze und ihr habt eure McKinley schon versaut. Also, wenn ihr da auf die Idee kommt, was zu ändern, wenn ihr nicht SMD löten könnt, schickt es einem von den Leuten, lasst das von Profi machen. Wie gesagt, ich hatte eingangs gesagt, dieses Video ging nicht darum, eigentlich wirklich die McKinley umzubauen, sondern zu verstehen, worum es da geht. Ich habe das jetzt hier reingenommen, weil mir klar ist, dass das Leute interessiert, aber ihr lauft große Gefahr, da was kaputt zu machen. Und das wird, so eine Modifikation hat auch noch weitere Auswirkungen auf das ganze Gerät, die ich möglicherweise gar nicht abschätzen kann. Also wenn ihr eure McKinley kaputt machen wollt oder optimieren, je nachdem was rauskommt, macht auf eigene Verantwortung. So, kommen wir mal zu den Ergebnissen. Ich konnte es mir natürlich jetzt nicht verkneifen, nachdem ich mir die ganze Arbeit gemacht habe, das durchzusimulieren, das Ganze auch auszuprobieren. Ich habe keinen Messplatz, das heißt, ich war darauf angewiesen, quasi meine theoretischen Annahmen einfach auszutesten. Und wenn wir jetzt mal hier auf die Platine schauen, dann könnt ihr hier den C257 sehen. Und ihr könnt schon sehen, der ist klein. Also das hier ist ein Standard Apple Pen, dann könnt ihr ungefähr abschätzen, wie groß der ist. Der ist wirklich klein. Der sitzt hier kurz unterhalb dieses ICs. Das ist einer von den ICs, in denen mehrere von diesen Operationsverstärkern drin sind, die wir uns vorhin angeschaut haben. So, nur damit ihr mal eine Vorstellung kriegt, was das jetzt in dem Fall bedeutet, klein. Dass ihr, ich habe mal den Kondensator, den ich da einlösen muss, das ist der neue hier, der 470 Nanofarad, mal hier auf dieses 50 Cent Stück gelegt. Und ihr könnt sehen, das Ding ist winzig. Ne? Das ist also wirklich fummelig, den da reinzubekommen. So,
Erstaunlicherweise, hier unten links könnt ihr noch sehen, meine Pinzette, habe ich das mit Minimal-Equipment eingelötet. Aber ich habe tatsächlich nur den ausgelötet, den alten 47 Nanofarad mit einem normalen Lötkolben und einer Pinzette. Habe dann relativ viel Flussmittel darüber getan und habe dann mit einem ganz, ganz günstigen Heißluftföhn, habe den neuen positioniert und dann mit einem ganz, ganz günstigen Heißluftföhn den vorsichtig mit einer Lupe angeht. Und jetzt hier auf dem nächsten Bild könnt ihr das Ergebnis sehen. Hier, das ist nicht angekokelt, das ist noch so ein bisschen Flussmittelreste. Und ihr könnt sehen hier, das glänzt noch so. Das muss ich jetzt noch alles mit Isopropanolalkohol reinigen. Der hat sich gut gerade gezogen. Das ist jetzt tatsächlich hier schon der neue. Das ist jetzt 470 Nanofarad. Gut. Ich habe es natürlich ausprobiert und habe mal mit ein paar Jungs gesprochen. Und ich musste Mid-Gain zurücknehmen. Also, das hat also ich habe es auch selber ausprobiert, habe das Funkgerät rumgetauscht. Das Funkgerät hat deutlich mehr Bässe im Verhältnis und deutlich mehr Punch, sage ich jetzt mal. Es ist deutlich lauter. Also ich bin tatsächlich mit dem Mic-In runtergegangen. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, ganz erfolgreich. Ich werde es jetzt nochmal länger testen, ob das noch irgendwelche anderen Effekte hat, positive oder negative Art. Aber ich gehe davon aus, dass das jetzt ein erfolgreicher Mod ist. Ihr könnt also sehen, das ist keine Zauberei. Man muss halt den Schaltplan lesen, dann kann man solche Modifikationen relativ leicht nachmachen. Wenn man jetzt noch das Messtechnik-Equipment hat, macht die ganze Sache noch ein bisschen einfacher. Unterschätzt nur nicht, wenn ihr irgendwie sowas vorhat, wie klein die Dinger sind. Ne? Ich gehe gerne nochmal eine Seite zurück. Ne? Hier kleine Erinnerung, wie klein das Ding ist. Ne? Also es ist tatsächlich so, ihr braucht eine ruhige Hand. Und ja, wenn ihr ein vernünftiges Mikroskop habt und einen Heißluft, Lötkolben etc. pp., sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber wenn ihr was macht, ne, sagt nicht, ne, das ist jetzt die Nomaden-Mod oder sowas. Ne, das ist eine Modifikation. Die haben sich viele sicherlich schon so durchgeführt, die haben sich viele ausgedacht. Und ja. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr konntet dabei was lernen, ich hoffe, ihr habt die Schaltung verstanden und wisst jetzt, wie man das macht. Ihr habt auch ein bisschen gelernt, wie man so ein bisschen Engineering betreibt an so einer Stelle. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, es ist keine Zauberei, man muss es ein bisschen verstehen. Software hilft einem enorm und ja, wenn ihr euch dazu entscheidet, da was dran rumzubauen, beschwert euch nicht dabei, wenn ihr danach ein neues Funkgerät braucht. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß. Und ja, schön, dass ihr zugehört habt. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der McKinney-Mod. Beim letzten Teil habe ich ja schon einiges gelernt, einiges verstanden, aber es gab noch so das ein oder andere Problem. Also habe ich mich mal an den Schreibtisch gesetzt, habe mal darüber nachgedacht, wie kann ich das Ganze besser in den Griff kriegen, habe ein bisschen simuliert, habe ganz viel gemessen und jetzt möchte ich euch das Ergebnis zeigen, was ich verstanden habe und ich hoffe, ihr lernt dabei was. Also lasst uns loslegen. Also ich fange direkt damit an, was ich geändert habe, ne, um das nicht lange herauszuzögern. Also insgesamt habe ich jetzt drei Bauteile geändert, und zwar den C254, der hier sitzt. Das war der, an dem wir das letzte Mal auch gearbeitet haben, im ersten Video. Den hatten wir auf 470 Nanofarad geändert. Ich habe den jetzt mal auf 100 geändert. Dann den C257, der sitzt hier. Den habe ich geändert, um auch noch mal den ganzen Frequenzpfad anzupassen und dann noch diesen R270. So, das sind die drei Bauteile, die ich geändert habe. Den C254 auf 100 Nanofarad, den C257 auf 1000 Nanofarad bzw. 1 Mikrofarad. Nein, falsch. Den habe ich auf 1 Nanofarad erhöht. Und den R270, der ist in meinem Fall jetzt auf 330 Kiloohm. Warum erkläre ich euch jetzt im Detail? Jetzt hier in der Simulation in der gleichen Reihenfolge. Hier hinten haben wir den C257, den wir ausgetauscht haben.
Hier ist der C254 mit 330 Picofarad, den wir auf 1 Nanofarad bzw. 1000 Picofarad erhöht haben. Und hier ist der R270, der steht hier mit 100 Kiloohm drin und den habe ich auf 330 erhöht. Hier muss man vorsichtig sein, dass diese beiden Widerstände R200, ich zeige den jetzt mal in einer anderen Farbe ein, hier den R267 und den R270. Diese Werte mit 100 Kiloohm sind aus dem Schaltplan und die sind nicht richtig. In meinem Funkgerät waren das jeweils 270 Kiloohm Widerstände. Das hat dazu geführt, dass als ich den hier erhöht habe auf 180, war der immer noch kleiner als der hier oben und danach war mein Audiofrequenzpfad komplett tot und ich habe gedacht, ich hätte irgendwas kaputt gemacht. Und dann habe ich relativ lange messen müssen, um das wieder rauszukriegen. Jetzt aber dazu erstmal, was verändern diese Bauteile und warum habe ich das gemacht? Und dann im nächsten Schritt zeige ich euch die Ergebnisse in der Simulation und danach die echten Messungen dazu. Also zunächst hier ganz rechts, das ist hier der, der nur Richtung FM-Pfad geht. Ich empfehle euch hier dringend nochmal das erste Video von mir über die McKinley-Mod anzuschauen. Wenn euch das jetzt nicht klar ist, also das hier ist, hier nach geht es direkt Richtung nur FM und hier vor wird es abgeglichen Richtung SSB. Ne? Das heißt, dieser, also hier wird es dann Richtung SSB gehen. SSB, nicht schön, aber selten. Und hier wird es dann Richtung FM gehen. Das heißt, der hat nur einen Einfluss auf den FM-Modus. So, dieser Widerstand, alles was hier vorkommt, also an dieser Stelle, hat auf alle Modulationsarten Einfluss. Das heißt, wenn ich diesen C254 ändere und den CR270, hat das auf alle Modulationsarten Einfluss. Und das war auch hier das Ziel. Der Hintergedanke war anfangs, ich wollte nur FM ändern. Das hat aber den Nachteil, dass wenn ich den sehr groß gemacht habe und sehr viel hier durchgelassen hat, ne, das ist ja ein Kondensator, der besser durchlässt bei hohen Frequenzen, dann musste ich halt im FM-Bereich mit 470 Nanofarad ursprünglich den FM-Gain zurücknehmen, was dann bedeutet, dass wenn ich auf SSB geschaltet habe, ich den wieder aufdrehen muss. Das war dann, machte den Wechsel schwer. Deshalb fand ich das blöd. Den habe ich dann letztendlich auf 100 Nanofarad als Kompromiss geändert. So, hier das, also diese Mimik hier in der Mitte, hier mal hier eine harmlosere Farbe, diese Mimik hier, wenn ihr euch das mal genau anschaut, ist effektiv ein Tiefpassfilter. Und zwar das Signal kommt von hier an, geht durch den 220 Kilo Widerstand und dieser C254, der leitet hier auf Masse ab. Das heißt, der leitet ja gut hohe Frequenzen. Das heißt, er schließt sozusagen die hohen Frequenzen kurz auf Masse. Das heißt, hier kommen die tiefen Frequenzen besser durch. Wenn wir den hier größer machen, wie gesagt, ich habe den auf einen Nanofarad bzw. 1000 Picofarad erhöht, heißt das, dass er alle Frequenzen quasi stärker auf Masse merkt. Also wenn dann vorher, ich zeichne, ich male jetzt einfach mal hier, vorher der Frequenzgleichung jetzt ganz übertrieben so aussah, dann war der danach, also sah der dann danach, wurde der danach deutlich flacher. Ne? Ist jetzt nicht ganz richtig, aber ihr seht das dann später. Genau. Das Problem war, wenn man jetzt hier alle Frequenzen stärker auf Masse ableitet, wird zwar die komplette Frequenzantwort flacher, aber das Signal auch insgesamt niedriger. Und jetzt kommt etwas, was, und das ist super geschickt gemacht von Präsident, da bin ich immer wieder absolut begeistert, ne, was die Ingenieure da können. Das hier ist effektiv ein Spannungsteiler zwischen diesem Bauteil, dem R270 und dem R272. Und damit stellt man hier an dem positiven Eingang dieses Operationsverstärkers, spannt man den sozusagen vor. Der liegt hier zwischen plus 8 Volt und hier zwischen Masse. Und damit verschiebt man sozusagen die Kurve, die er verstärkt, in Richtung positiven Bereich oder Richtung negativen. Also nicht die Amplitude, sondern die Kurve. Ich zeige euch jetzt gleich eine Simulation. Und wenn ihr euch noch daran erinnert, wie gesagt, hier guckt auf mein erstes Video, hier ist diese Diode, die so ist, dass sie nur die negative Halbwelle durchlässt, Richtung dieser Feedback-Schleife. Und das heißt, wenn ich dieses ganze Signal hier in Richtung positiv verschiebe, dann wird der sozusagen der negative Anteil von der Sinusschwingung geringer und dann springt dieser ganze Feedback-Pfad später an. Das heißt,
in der Kombination mit diesen beiden Widerständen kann ich quasi steuern, wann meine Feedback-Schleife angeht. Ich habe das alles in der Simulation gemacht. Wie gesagt, ich zeige euch das jetzt gleich. Das ist aber, wie gesagt, sehr, sehr pfiffig gemacht. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich das selber verstanden habe. Aber danach war ich dann total begeistert davon. Also gucken wir das Ganze mal in der Simulation an. Also ich habe euch hier schon mal den R267 und den R270 auf 260k angepasst, so wie die wirklich waren. Wie gesagt, im Schaltplan stehen jetzt 100k, und das ist falsch. Da gibt man einen falschen Annahmen aus. So ist das Ding weitgehend original. Ich zeige euch eine kurze Simulation. Die blaue Kurve ist hier hinten am Output Richtung FM. Die rote Kurve ist davor. Und ja, wir können jetzt sehen, hier bei einem Kilohertz kommen wir da an der Stelle auf knapp, im Ausgang Richtung FM, auf knapp über 1 Volt und minus 1 Volt. Und vor dem Kondensator ist das Ganze halt, schwingt das halt komplett im positiven Bereich. Was ich jetzt weitermachen möchte, ist euch zeigen, wie das Ganze hier reagiert, wenn ich den hier auf 1000 hochsetze. Das hatte ich ja gesagt, dass ich das gemacht habe. Und das hier simuliere. So, dann könnt ihr mal erstmal als erstes sehen, das Ganze hat sich ein bisschen geändert. Wir schauen jetzt mal da rein. Und ihr könnt sehen, es ist immer noch im positiven Bereich, aber es schwankt nur noch zwischen 2,4 und 5,6 Volt. Und auch das hier ist runtergegangen, das ist jetzt zwischen 0,8 und minus 0,8 Volt. Gucken wir uns gleich in den Messungen an. Wenn wir es uns über verschiedene Frequenzen ansehen, werdet ihr sehen, dass der Frequenz auch sehr, sehr viel flacher geworden ist. Ich zeige das jetzt nicht in der Simulation. Das könnt ihr selber ausprobieren, den Code habe ich ja zur Verfügung gestellt. In den Messungen ist das auch da. So, das heißt, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo sozusagen unsere Frequenzantwort schöner ist. Was uns aber noch fehlt, ist, wir müssen das jetzt wieder verstärken. Und dazu setze ich hier diesen 260 Kiloohm etwas hoch. Ne? Ich habe jetzt in meinem Fall 330 gewählt. Oder ich mache es jetzt mal mit, ich habe erst 470 probiert, aber dann waren die, und habe das dann gemessen, dann war das Sinus-Signal auch schon leicht verzerrt, und das bedeutet, eure Sprache ist leicht verzerrt. Meine Gegenstation konnte das nicht hören, aber es gefiel mir nicht, weil ich halt wusste, dass es so ist. Und das höre ich jetzt. Und jetzt könnt ihr sehen, wenn ich jetzt hier wieder reinzoome so ein bisschen, dass das Signal leicht angestiegen ist. Ihr könnt sehen, es ist jetzt hier zwischen 2,7 und 6,3, und hier ist es bis 0,9 hoch. Das heißt, das Signal ist hier wieder ein bisschen gestiegen. Damit kann ich das Ganze halt dann einstellen. Also wie gesagt, mit diesem Spannungsteiler stellt ihr hier diesen Punkt ein, und dann könnt ihr halt damit einstellen, je weiter das nach positiv verschiebt. Ne? Also wenn ich den hier größer mache, verschiebt ihr den Punkt hier in positive Richtung. Dann wird der Feedback-Schleife später aktiv. Setze ich ihn kleiner, wird die Ganze wieder früher aktiv. Und damit kann ich halt sozusagen auch die Verstärkung einstellen, beziehungsweise ich kann dann einstellen, wann diese Feedback-Schleife aktiv wird. Als letztes habe ich jetzt hier den auf 100 Nanofarad gesetzt hier. Und dann mache ich noch eine Simulation und schaue mir das dann mal kurz an, was da rauskommt. Und ihr könnt jetzt hier sehen, wie gesagt, blau ist der Output Richtung FM und der rote ist der allgemeine. Ihr könnt sehen, ich bin jetzt hier nochmal deutlich über 1 Volt rüber gegangen. Das heißt, mein Signal ist hier lauter. Verzeihung. Und das Signal hier ist auch lauter. Das war jetzt für mich ein guter Satz an Einstellungen, zumindest in der Simulation. Wie gesagt, das sind die drei Bauteile, die ihr verstellen könnt. Ihr müsst hier wissen, dieses Bauteil hat nur auf FM eine Auswirkung. Hiermit könnt ihr einstellen, wie laut ihr insgesamt seid in dem Pfad. Und hier könnt ihr, da kann man sich überhaupt überlegen, ob man da überhaupt dran möchte, könnt ihr sozusagen den Frequenzgang. Vielleicht wäre es ja auch ganz interessant, irgendwas zwischen 330 und 1000 zu nehmen, zum Beispiel irgendwie 500 Picofarad oder so. Das sind sozusagen die verschiedenen Stellen, an denen man spielen kann. Jetzt gucken wir mal bei die echten Messungen. So, was ihr jetzt hier seht, sind ganz viele Messungen. Jede einzelne Messung, die ihr jetzt hier sehen könnt, habe ich für euch gemacht, ne, am Funkgerät direkt. Und zwar, ich habe gemessen bei 300 Hertz bis 3 Kilohertz in 100 Hertz Schritten und an verschiedenen Stellen. So. Und ja, ich habe jede Messung im Oszilloskop gemacht, weil ich kein Spektrum, also keinen Tracking-Generator habe. Aber ich wollte zeigen, dass die Simulation echt ist. Also was ich hier gemacht habe, ist halt,
Ich habe hier nur mit 100, statt mit 47 Picofarad, mit 47 Nanofarad, mit 100 Nanofarad gemessen vor dem FM-Abgang, dann Richtung FM, dann mit 47 an der Stelle gemessen, davor, danach. Das ist hier mit danach mit reduzierter Modulation. Dann habe ich hier hier New Mod steht dran, 1 Nanofarad, den C4250 auf 1 Nanofarad geändert, wieder davor und Richtung FM gemessen. Dann habe ich auch den R250 geändert. Diese beiden Spalten könnt ihr sozusagen vergessen. Da habe ich mich selber ausgetrickst. Da habe ich nämlich die Verstärkung erhöht vor der Feedback-Schleife und dann ist meine Feedback-Schleife hat dann das geändert, also R250. Das war sozusagen ein Fehler von mir, auch wieder was gelernt. Und dann zuletzt habe ich noch wieder, nachdem ich diese ganze Mod gemacht habe mit dem R270, habe ich hier diese finale Geschichte mit dem 100 Nanofarad gemessen. Okay, hier seht ihr eine schöne Übersicht über all das, was ich gemessen habe. Und da das sehr verwirrend ist, habe ich das jetzt mal für euch auseinandergenommen. Fangen wir mal hier an. Also das, was ihr hier seht, ist zunächst mal die auffällig gelbe Linie. Ist sozusagen der originale Frequenzgang, so wie er gemessen ist, in Richtung FM-Modulation. Also das ist euer FM-Frequenzgang, also hinter dem C257 gemessen. Dann der blaue darunter ist mit MR heißt reduzierter Mid-Gain. Das heißt, dann schiebt ihr den einfach nach runter, seht ihr, was der Mid-Gain macht. Und dann diese orangene Linie ist, nachdem ich den C257, also in Richtung FM, gegen 100 Nanofarad ausgetauscht habe. Ihr könnt also sehen, so dramatisch ist der Unterschied nicht vom Frequenzgang, er ist nur stark erhöht von der Spannung her. Auf diesem Bild seht ihr die Frequenzgänge, bevor das Ganze Richtung FM geht, also vor dem C257. In blau die Kurve mit dem 100 Nanofarad Kondensator, bevor es Richtung FM geht. Dann in grün könnt ihr sehen, welche Änderung das hat, dass der C254 geändert worden ist. Ihr könnt sehen hier, der Frequenzgang ändert sich ganz schön stark. Also, und danach in Orange seht ihr die angehobene Kurve, wo der R270 geändert worden ist. Auch hier wieder, bevor es Richtung FM geht. So, und das letzte Diagramm ist jetzt wieder die FM-Modulation, und zwar könnt ihr hier unten die blaue Kurve ist quasi mit dem C254 geändert auf 1000 Picofarad, aber noch ohne, dass das Ganze angehoben worden ist. Die graue Kurve hier, das war dieser Fehler, von dem ich gesprochen habe. Da habe ich den R250 ausgetauscht, das macht gar keinen Sinn, hat ja auch offensichtlich nichts geändert. Und die rote Kurve hier ist dann, nachdem ich den R270 auf 330 Kiloohm erhöht habe, und ihr könnt sehen, ich habe die Kurve hier hoch angenommen, und das ist jetzt der Frequenzgang, den ich haben möchte. Ich habe jetzt einen sehr durchgängigen Frequenzgang, der hier unten auch schön stark gebessert, und diesen Frequenzgang, den könnt ihr jetzt quasi direkt vergleichen mit diesem Originalfrequenzgang. Ihr könnt sehen, wir haben dann eine sehr viel flachere Frequenzantwort. So, jetzt mal kurz eine kleine Einführung, was ihr als nächstes seht. Ihr hört jetzt zwei Tonleitern von 300 Hertz bis 3 Kilohertz, jeweils ohne Mod und mit Mod. Also zwei unterschiedliche Mac-Kindles, eine komplett original, eine mit der Modifikation und dann Sprachvergleich. Ich habe da so ein leichtes Brummen im Hintergrund, das liegt hier aber daran, weil die Geräte sehr nah aneinander standen. Das könnt ihr daran ignorieren. Es geht mir eher darum, dass ihr sehen könnt, dass das Signal in der Summe stärker geworden ist, sowohl für FM und am Ende zeige ich euch noch ein bisschen SSB.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Original McKinley. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modifizierte McKinley. Test 1, 2, 3. Original McKinley in USB. Test 1, 2, 3, modifizierte McKinley in USB. So, das war's dann für die McKinley von meiner Seite. Ich bin jetzt zufrieden damit. Ich habe sie getestet. Ich kriege vernünftige Reports. Das Ding ist jetzt laut genug. Auch der Frequenzgang hört sich in Ordnung an. Ich blende euch jetzt hier unten drunter, könnt ihr sehen, die letzten Einstellungen, die ich gehabt habe. Spielt damit rum, wenn ihr daran Interesse habt. Ich sage nicht, das ist der Weisheit letzter Schluss, aber es ist, denke ich mal, eine ganz gute Lösung. Ich habe mittlerweile wirklich verstanden, wie die Audioaufbereitung funktioniert. Ich hoffe, ihr auch. Und dann hoffe ich bis zum nächsten Video.